Also ich komme eigentlich aus der Klima- und Energiebewegung und habe mich früher immer gegen Kohlekraftwerke und so eingesetzt und habe irgendwann gemerkt, dass ich was vor Ort machen möchte. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich in Amsterdam studiert habe. Ich kam zurück nach Berlin und habe festgestellt, das ist ja hier ganz anders als in Amsterdam. Und in Amsterdam spielt das Mobilitätsthema gar nicht so eine große Rolle, weil es eine Normalität darstellt. Und für mich war das dann so ein Schlüsselmoment, zurückzukommen. Es war genau der Moment, wo der Volksentscheid Fahrrad sich gegründet hat. Ich habe das am Rande so mitbekommen, habe dann in meinem privaten Umfeld angefangen, Unterschriften zu sammeln, um eben so ein bisschen dieses Gefühl, was ich in Amsterdam als ganz normal hatte, mit nach Berlin zu bringen und hier eben auch umzusetzen. Und für mich steht ganz klar im Vordergrund, ich kann was machen vor meiner Haustür. Also es ist was, es ist so ein bisschen mein Beitrag zum Klimaschutz, den ich mir damit ausgesucht habe. Ich habe vorher in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, der sogenannte, und habe erlebt, wie ganz viele Städte in der ganzen Welt verteilt denselben Fehler machen, den wir hier in Deutschland auch gemacht haben. Nämlich die Stadt das Dominanz des Autos zu übergeben. Das war ein großer Fehler. Die Folgen davon sind böse. Mit denen haben wir heute noch ganz viel zu tun. Und das Problem ist, dass wir weiterhin auch mit unserer überproportionalen Ausstrahlungskraft in der Welt anderen Ländern und andere Städte empfehlen, dieselben Fehler zu machen, die wir mit der Autodominanz gemacht haben. Und das wird sich nicht ändern, bis wir selber eine bessere Stadt haben, die wir dann auch nämlich in die Welt empfehlen. Also mir gibt es Energie zu handeln. Ich weiß, dass wir handeln müssen und ich weiß, dass auch so eine Klimakatastrophe total einschüchternd sein kann. Was kann ich konkret tun? Und ich habe ganz lange auch immer gedacht, okay, ich muss meinen eigenen individuellen Lebensstil ändern. Das kann man auch machen, aber der größere Hebel ist einfach, das gemeinsam zu tun und gemeinsam zu verändern. Das heißt, für mich ist wirklich vielleicht auch dieser naive Wunsch, die Welt besser zu machen oder die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und deswegen fand ich auch schön, wie Dirk vorhin gesagt hat, glücklich. Also eine lebenswerte Stadt ist auch eine glückliche Stadt, die den Menschen in den Mittelpunkt drückt. Und ich glaube, auch aus so einem Aktivismus, habe ich neulich gelernt, werden genauso viele Endorphine ausgeschüttet wie beim Joggen. Also es ist eine Freizeitaktivität, Aktivismus, aber es gibt auch Energie zurück, indem man zusammen Sachen machen kann, indem man vielleicht auch in den Co-Aktivisti auch Freundinnen werden und indem man einfach weiß, zusammen können wir wirklich was bewegen und das gibt mir total viel Energie. Ich habe gemerkt, auch durch in den Anfängen meines Aktivismus, dass die Demokratie funktioniert. Wir leben in einer Demokratie, es ist auch unsere Aufgabe, uns den zu beleben. Und es bringt auch was, wenn man eine gute Idee hat, wo es auch viel Zustimmung gibt, so wie in unserem Fall, wo wir sozusagen auf Missstände zeigen können und auch ganz viele Leute, die sozusagen vielleicht nicht so überzeugt wie wir sind, auch das Kernchen, also die Wahrheit da drin sehen. Und sozusagen so diese Handlungsfelder aufmachen, wo tatsächlich was bewegt wird. Und wenn wir das können, ja, wenn wir das können, dass wir unsere Städte besser machen, dann müssen wir das auch machen und dann muss ich das auch machen. Also was ich zum Beispiel total krass fand, war jetzt aus dieser Bundesbewegung, als wir vom Bundestag waren und als wir aus, weiß ich nicht, 30 Städten Leute da hatten, die alle Schilder hochgehoben haben und die eben auch gezeigt haben, das ist wirklich eine Bewegung. Es hat hier in Berlin angefangen mit einem Volksentscheid und mittlerweile haben wir 50 Ratentscheide in Deutschland. Und das auf einem Bild zu sehen und es freut mich jedes Mal, wenn ich dieses Bild irgendwo sehe. Und was gleichzeitig auch hängen bleibt, ist so kleinere Aktionen. Also ich bin selber einfach Aktivistin und mag es, wenn wir uns Poolnudeln nehmen und eine spontane Aktion machen. Wenn wir mit dem Floß irgendwo hinfahren und eine Brücke zu fordern oder wenn wir eine spontane Demo machen und da bin ich immer noch, also das ist ein einprägsamer Moment, kurz bevor das Rad- oder das Mobilitätsgesetz verabschiedet wurde, haben wir eine spontane Demo gemacht und ich glaube, das ist auch viel auf deinen Mist gewachsen. Da haben wir innerhalb von 3 Stunden 500 Leute auf die Straße gebracht und mobilisiert und das ist einfach geil. Also jedes Mal, wo ich über einen neu gebauten Radweg fahre, der tatsächlich sicher ist, wo ich sagen würde, hey, da könnte sogar meine kleine Nichte mit ihren knapp 4 Jahren Fahrrad fahren
Und da würde ich nicht so einen Herzinfarkt kriegen. Also das sind immer so einprägsame Momente. Aber auch wenn ich in Deutschland in unterschiedlichen Städten rumreise, dann ist es immer super einfach, mit dem lokalen Ratentscheid beispielsweise oder die lokale Kiezblock-Initiative Kontakt aufzunehmen. Man setzt sich hin und merkt einfach sozusagen, dass man an was Gemeinsames arbeitet. Dass es ganz viele Leute zerstreut durch die ganze Republik gibt, die an das, im Grunde genommen dasselbe Thema arbeiten. Und das ist natürlich auch viel wert. Schön, dass du den Impact in den Mittelpunkt stellst und nicht den Spaß wie ich. Also wir müssen in den 6 Jahren nichts Geringeres schaffen als die Mobilitätswende. Und wir müssen auch die Mobilitätswende in die Umsetzung bringen. Also ich glaube, die Ziele sind da und auch die Maßnahmen sind bekannt. Und jetzt geht es darum, das umzusetzen und das vielleicht auch co-kreativ über Akteure hinweg umzusetzen. Und das wünsche ich mir ganz stark, dass wir das schaffen in den nächsten 6 Jahren, dass das sichtbar wird auf den Straßen, also dass wir wirklich auch unser Mobilitätsverhalten dadurch drehen können. Und für den Verein wünsche ich mir, dass wir einfach auch wachsen, an Bedeutung wachsen, uns gute Partnerinnen suchen und eben auch in die Stadtgesellschaft reinwirken. Also dass wir eben auch wirklich intersektional, sage ich mal, das Thema angehen können. Wenn wir in 6 Jahren Menschen aus anderen Städten nach Berlin einladen können und zeigen können, so muss es gehen und die Geschichte erzählen, so sind wir da hingekommen, dann haben wir was Gutes gemacht, dann ist das ein Erfolg. Wenn wir statt uns Demonstrationen zu überlegen und zu planen, einfach gemütlich zum Feierabendbier spazieren können, ohne dass die Gefahr ist, dass wir vom Auto überfahren werden, ohne diese Abgase einzuatmen, dann haben wir was Richtiges gemacht. Und dann können wir auch dieses wohlverdiente Feierabendbier genießen. Es kommt zurück auf den Klimawandel. Wir haben seit 1990 keinen CO2 vermindert im Verkehr. Also wir nehmen sogar noch CO2 zu, weil wir uns immer nur auf technische Innovationen ausgeruht haben. Und das heißt, wir brauchen jetzt wirklich eine soziale Innovation. Und die Zeit, die wir seit 1990 hätten nutzen können, ist halt jetzt nur mal verstrichen und der Zeitraum wird immer kleiner. Und deswegen müssen wir eben auch jetzt so schnell in eine wirkliche disruptive Veränderung kommen.